Oh, oh. Aua. Aua. Oh, fucking. Was? Okay, schnell drücken. Fucking Krokodil. What the fuck? Stirb, Krokodil. Einfach den Oberkiefer abgerissen, bitte. Was? Hallihallo und herzlich willkommen zu Dirty TV spielt Far Cry 5. Und zwar die Erweiterung, ups, Hours of Darkness. Das haben wir ja schon die letzten paar Tage zusammengespielt. Und das macht Spaß. Und wir zocken das jetzt weiter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind ja letztens durch so einen Tunnel gerannt. Deshalb gucke ich jetzt mal, wo es jetzt als nächstes hingehen könnte für uns. Hier haben wir schon alles erkundet. Logbuch. Haben wir gemacht. Ein paar Sachen sind hier noch so zusätzliche Dinge, die man machen kann. Schauen wir uns erstmal an, ob wir hier vielleicht irgendwas finden, was wir uns reinziehen können. Okay. Entkomme. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Erreiche den Heli-Abholpunkt. Da machen wir uns jetzt auf den Weg. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ich würde sagen, da schauen wir uns auch erstmal die Karte an. Ich weiß gar nicht, ob man hier einfach den Berg rüberkommt. Vielleicht. Probieren es aus. Ah, das sieht sehr steil aus. Ich glaube, das ist von vornherein so geplant, dass man auf jeden Fall den Fluss entlang gehen muss. Aber das ist ja kein Problem. Machen wir einfach. Genau, in der letzten Folge haben wir es ja auch wir haben auch schon ein bisschen mit einem Mate rumgehantiert. Der hilft uns ja auch gerne mal. Und das schauen wir uns jetzt mal an, ob der uns noch weiterhelfen kann. Und vor allem, ob wir die Gegner diesmal ein bisschen besser sehen als beim letzten Mal. Luftangriff nicht verfügbar. Okay, das heißt, hier ist irgendwo wieder ein Flak, das wir zerstören müssen. Da habe ich gerade einen Kopf gesehen. Da ist noch einer. Nehmen wir uns mal das Wurfmesser. Und wieder schön Stealthy-Modus. Drei Leute. Laufen wir den jetzt mal ganz entspannt hinterher. Wurden wir natürlich gesehen. Das ist ja relativ ungünstig gewesen. Okay, aber unser Mate verteidigt uns. Okay, die haben wir ausgeräuchert. Was haben wir hier? Oh, ein Revolver. Ah, der ist natürlich geil. Aber dadurch, dass ich gerne ein bisschen stealthy rumlaufe hier, nehme ich mir lieber den Schalldämpfer mit. Okay, noch 130 Meter bis zum Flak. Dann können wir auch wieder Luftangriffe benutzen. Zerstöre die Flaks. Oh, sogar mehrere. Okay. Sehen wir schon Gegner irgendwo? Ah, einer da oben. Zwei da oben. Zwei Sniper. Sehr interessant. Eigentlich könnten wir die auch mal runtersnipern. Dafür habe ich ja extra eins aufgesammelt.
Oh, da ist noch einer. Drei Sniper. Übertreiben wir aber auch gar nicht. Roger, ich mach das jetzt. Okay. Er kümmert sich um den da. Roger. Ich komme ja doch ein bisschen näher ran als gedacht. Ich hätte irgendwie Lust, nochmal das, nochmal einen Köder reinzuwerfen, damit der Puma kommt. Ach, guck mal. Wie weit wir jetzt doch hier reingeschlichen sind. Okay, da ist das Flak. Okay, wir machen das nochmal dran. Und dann verschwinden wir einfach wieder. Ohne dass uns jemals jemand gesehen hat. Und zerlegen dann das Ding. Aber bevor wir den zerlegen, holen wir noch unser Sniper raus. Schießen den da an. Okay, erste Flak ist weg. Perfekter Schuss zwischen den Holzlatten her. Oh. Danke, Mate. Das hast du sehr gut gemacht. Snipen und Stealth, das ist so mein Metier. Da habe ich Bock drauf. Okay, Leute, kommt von vorne. Der hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Jetzt laufen wir auch ein kleines bisschen schneller. Jetzt kriegen wir wieder diese Perks, die da rechts unten sind. Den Sniper, kriegen wir den vielleicht so weg? Im Scharfschützengewehr. Ja. Ich weiß nicht, ob wir gesehen wurden. Bleib erstmal hier sitzen. Und warte kurz. So, wen haben wir denn da stehen? Da steht doch jemand. Der ist weg. Ja, beim Sniper lade ich immer gerne sofort nach. Da habe ich gerne... Ach, da ist noch ein Sniper. Okay, den holen wir uns. Sehr gut. Da ist das nächste Flak. Und ich sehe gerade keine weiteren Sniper. Deshalb bewegen wir uns einfach mal nach vorne. Ach, herrlich, ey. Ich mag das total gerne, wie das hier so gemacht ist. Okay, Fernzünder ist dran. Wir gehen weg ins hohe Gras und zünden. Badau! Firebase Echo, Python 25. Geil. Diese Kanone ist jetzt außer Betrieb. Beide Flaks weg. Das heißt, wir haben jetzt wieder geile Luftangriffe am Start. Und Daten von Aufklärungsflugzeugen. Das heißt, wir wissen jetzt auch mehr über unsere Umgebung. Yes,
ausgeschaltet haben, können uns die Aufklärungsflüge wieder aktuell... Ach, guck mal. Hier gibt es noch einen Sniper. Ja, das probieren wir doch mal kurz aus. Ist das ein Automatik-Sniper? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, das ist ein Automatik-Sniper. Ich stehe ja mehr auf den Single-Shot. Ich glaube, der mit dem kann man auch ein bisschen weiter schießen. Das haben sie uns natürlich gesehen bei der Sniper-Schießaktion. Ziehen wir uns ein bisschen zurück. Gucken uns das Ganze nochmal von der Seite an. Was haben wir denn da? Weiß ich jetzt gerade nicht. Bunker am Flussbett. Das machen wir doch. An der Flussgabelung. Die holen wir uns als nächstes. Rennen wir jetzt erstmal weg. Ich habe gerade keinen Bock auf den Stress da. Ach, ich mag das. Sehr atmosphärisch hier. Mit diesem Dschungel-Setting, das ist schon cool. Wieder drei neue. Vier neue. Ein Bambusmann. Gucken wir mal, ob wir die... Ach, er lenkt sie gerade ab, oder was? Ja, ist doch okay. Das finde ich gar nicht schlimm. Dann rennen wir einfach weiter. Während da richtig geil die Luzi abgeht. Hier brennt was. Ah, hier gibt es bestimmt wieder ein Feuerzeug. Die müssen wir auch alle aufsammeln. Na, was schreien die hier so? Hey, wo seid ihr hin? Ist der auch weggerannt? Ich glaube, der ist auch weggerannt gerade. Scheint... Ach, er ist... Okay, er ist durchs Feuer gerannt. Das ist natürlich sehr dumm. Was hat er denn so für eine Pistole dabei? Ich finde sie gerade nicht mehr. Ah, okay. Aber in der Regel ist bei so einem abgestürzten Flugzeug immer ein Feuerzeug auch. Und aufsammeln kann. Aber ich glaube, das ist hier gerade nur Deko. Ist ja nicht so schlimm. Deko kann man sich mal geben. Wir rennen jetzt erstmal weiter und versuchen hier diesen Bunker einzunehmen. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Lage sondieren und schauen, wo überhaupt die Gegner rumhängen. Ach, guck mal, jetzt sind ja wieder Luftangriffe zur Verfügung. Ich kann da gleich mal wieder Luftangriffe reinhacken. Und mal schauen, wen ihnen das so gefällt. So, wo sind denn hier mal Leute? Keiner drin? Hallo? Nee, hier ist keiner drin. Sind wir denn überhaupt richtig? Ja, wir sind richtig. Da ist hier wieder ein Geheimgang auf jeden Fall, der irgendwo hinführt. Den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ah, okay. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein Medikit. Hier geht es irgendwo ganz tief runter. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal muss ich hier das Lager klären. Da ist einer. Wo einer ist, sind auch viele andere. Da ist noch einer. Der hat uns fast gesehen. Eigentlich laufen die nie nur in Zweiertrupps rum, sondern eher immer in Dreiertrupps. Deshalb müssen wir mal auf den dritten warten noch. Der kommt doch hier bestimmt auch gleich. Aber keine Sniper auf den Türmen. Dann holen wir uns erstmal den und den. Das scheint mir eine machbare Mission zu sein. Okay, zwei im Stealth-Modus gekillt. Schrei doch nicht so rum hier. Mann.
Okay, ist hier einer drin? Nein, ist nicht. Dann geht's jetzt weiter zu der Hütte da. Was geht denn hier ab? Major Wong. Okay, wir müssen Major Wong killen. Und Major Wong darf wahrscheinlich nicht weglaufen, so wie das gestern war. Bei dem anderen Captain oder was das war. Aber ich höre, wenn wir schon mal einen Aussichtspunkt direkt vor der Nase haben, dann nehmen wir den auch mit. Oh, guck mal hier. Ein Sniper mit Schalldämpfer. Das ist natürlich auch ganz geil. Aber bis jetzt wurden wir ja noch nicht gesehen mit unserem Sniper. Deshalb behalte ich das erstmal. Ein Vollauto-Sniper, er hat natürlich mehrere Komfortfunktionen. Aber es geht auch so. Wir müssen 100 Meter weiter. Da ist einer. Es kann nicht sein, dass hier nur einer steht. Müssen noch andere sein. Wir machen das jetzt erstmal so. Oh, schade. Na, im Laufen ist es doof. Da sind doch, da kommen sie doch, wie die Ameisen aus ihren Löchern. Aber sie wissen nicht genau, woher ich komme. Ist gar nicht schlecht. Okay, ich könnte jetzt natürlich einen Luftangriff reinhauken. Aber wir machen das jetzt erstmal mit der schallgedämpften Pistole. Gehst du, kletterst du da wieder hoch, bitte. Danke. Nein, nein, du sollst nicht runterklettern. Nein, du sollst nicht... Ja, okay, das war's jetzt. Mann, warum klettert der diese scheiß Leiter alleine runter? Der soll das nicht tun. Egal. So viel dazu. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt hier einfach mal Luftangriff rein, oder? Nee, das bringt's auch nicht. Ja, ich weiß, dass der flieht. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Oh Gott. So, hätten wir das auch. Ja, sorry, Hund. Du musst jetzt sterben. Okay. Der ist geflohen. Wo auch immer er hingeflohen ist, wir müssen ihn finden. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, der ist schon zu weit weg. 100 Meter war der gerade entfernt. Aber wo 100 Meter? Hier oder was? Vielleicht ist der auf der Karte. Kann man den vielleicht auf der Karte sehen? Nein, leider nein. Dann, hier sind noch Gegner. Und der auch noch. Vielleicht ist er da hinten. Vielleicht kommt er auch einfach zu uns jetzt. Das wäre natürlich ideal. Dann brauchen wir den gar nicht mehr suchen. Aber ich glaube, der Wunsch wird euch jetzt nicht erfüllt. Letztes Mal ist er ja durch einen Tunnel geflohen. Jetzt ist nur die Frage, ist das wieder der Fall? Finden den Kommandeur. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Hm. Was haben wir da hier noch? Also hier kommen auf jeden Fall immer mehr Gegner. Heil nicht vergessen. Balla, 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 balla. Oh, das war knapp.
Wir haben ihn noch nicht gefunden. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Oh, das ist gar nicht gut. Oh oh, Napalm. Ist das richtig? Ja. Wer bist du? Bist du ein Freund? Ich glaube, er ist ein Freund. Okay. Ja, ich glaube, die Mission mit der Flussgabelung, die haben wir verkackt, aber wir könnten mal hier zum Reisfeld noch gehen. Manchmal hat man Glück und die sind dann dorthin geflohen. Okay, ein bisschen Gewehrmunition noch aufgesammelt. Ach, wenn ich wenigstens wüsste, in welcher Hütte er war, dann könnte man den Weg vielleicht zurückverfolgen, wo er hingeflohen ist. War er vielleicht hier drin? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man macht, wenn er weggerannt ist. Was dann passiert? Hm. Ist er hier? Nee, das ist... Ach, das ist unser Mate. Ja, gut. Was haben wir hier? Wir lesen das erstmal. Irgendwas tötet alle Bäume und Pflanzen ab. Alles stirbt. Wir setzen Flammenwerfer ein, um die tote Vegetation zu entfernen. Okay. Das hier ist ein Käfig. Ich würde voll gern zu dem Wasserfall gehen, glaube ich. Meistens, in der Regel ist ja hinter Wasserfällen immer irgendein Secret. Können wir einfach mal kurz, der ist ja noch so nah dran, mal eben kurz einmal reinschwimmen, gucken. Vielleicht ist ja hier was hinter. Vielleicht sind wir hier genau richtig. Oder ist es einfach nur Wasser? Okay, es ist einfach nur Wasser. Naja, egal. Dann latschen wir mal wieder zurück. Und gucken uns mal an, was wir als nächste Mission machen könnten. Ja, finde den Kommandeur. Das ist gar nicht so einfach. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. In die Eier und mit dem Bambusstock durchs Gesicht. Ja, ich gehe jetzt mal einfach volle Offensive dem Gegner entgegen. Aua, was ist das denn? Ein Wildschwein. Stirb, Wildschwein. Schön plündern. Gib mir deine Leber. Ich brauche das zum Anlocken. Okay, ich glaube, den finden wir jetzt gerade erstmal nicht mehr. Da muss ich das Spiel mal resetten. Dann gehen wir erstmal zum Camp im Geisterdorf. Ah, ne, die will ich nicht. Ich behalte die AK. Die Waffe hat mir bis jetzt sehr gute Dienst geleistet. Aber es kommen ja immer mehr Gegner gerade. Immer mehr stürmen hier ran. Und da flutschen sie den Berg runter. Obwohl, ich könnte einmal versuchen, im Logbuch kann man ja... Genau, ich ignoriere das Ziel jetzt erstmal. Und gehe einfach mal weiter. Aua, aua, aua. Schießen mir einfach in den Rücken. Diese Schweine. Ihr Schweine! Okay, weiter geht's. Sprinte! Schön durch den Dschungel sprinten. Camp im Geisterdorf. So, das machen wir jetzt. Sichere das Camp. Okay, sichere das Camp klingt ja grundsätzlich relativ einfach. Das heißt,
Wir hacken jetzt erstmal einen schönen Luftangriff da rein. Was haben wir hier? Leute, die Menschen ziehen, ein Sniper. Schießt da jemand auf mich? Wurde ich gesehen? Nein. Da ist im Haus einer. Das habe ich genau gesehen. Aber wir jagen erstmal hier schön ein Luftschlag rein. Bam! Zack! So gehört sich das. Der Sniper da auf dem Turm, der ist jetzt weg. Rennt hier noch was rum? Da rennt noch was rum. Oh, 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 da werde ich gesehen. Von wem werde ich gesehen? Da, der hier. Weg. Ich weiß gar nicht, wie man die ausschaltet hier, die... Die Lautsprecher. Aber wir können ja einfach jeden killen, der jetzt zum Lautsprecher rennt. Theoretisch. Sollte ja auch klappen. Der ist weg. Na, komm her. Das war easy. Den haben wir nochmal ein bisschen penetriert mit einer geilen Schallgenerven-Pistole. Und dann haben wir das auch schon geklärt. Geil. Ach, entspannt. Das gefällt mir. Ausgeschaltet. Weiter so. Zusätzliche Luftunterstützung ist unterwegs. Und jup. Müssen wir ganz dringend erstmal den hier befreien. Das ist nämlich unser Mate. Einer von unseren Mates. Und dann müssen wir die Asia-Tante mal ausschalten. Weil das nervt ja krass, wie die hier rumschreit. Python 25! Antoi toi! Da ist er. So, Schnauze. Etwas ist auch geklärt. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht auf die Seilrutsche. Das nehmen wir alles schön mit. Ganze geile Muni. Haben wir noch was rumrennen? Fliegen? Stehen? Ich sehe gerade nichts. Okay, dann das haben wir ja geschafft. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich nochmal gucken, ob der Oberhaupt da gerade noch am Start ist. Den Major Wong. Da können wir einfach nochmal hingehen jetzt. Das hat sich ja bestimmt refreshed, die Mission. Da müssen wir. Ich hoffe, dass sie sich refreshed hat, die Mission. Wir können natürlich auch erstmal weitergehen. Ach, guck mal, hier ist noch was. Van Tank Farm. Da gehen wir hin. Da waren wir noch nicht. Haben wir hier? Ach, einfach ein geiles Setting. Ich mag das. Ich mag das mit dem Dschungel. Das ist cool. Alles klar. Bleib cool. Es läuft. Müssen wir natürlich mitten durch das verseuchte Gebiet hier.
Aber das sollte klappen. Was machen wir? Irgendein Giftzeug ist das auf jeden Fall. Okay, dann go, go, go. AK! Haben wir hier? Haben wir irgendwas, was wir mitnehmen können? Erstmal Selbsthilfe. Und dann AK. Und dann rennen wir weiter. Renn, renn, renn. Okay, hier ist ein Fallschirm. Da, wo Fallschirme sind, sind Feuerzeuge. Feuerzeug gefunden. Sehr gut. Was ist das denn? Ein Tiger. Noch ein Tiger. Oder nee, was bist du? Eine Antilope? Oder irgendwie sowas? Auf uns wird geschossen. Auf uns wird geschossen, okay. Auf wen ballern die denn? Ach, auf Tiere! Okay, okay, okay. Die werden gerade selber angegriffen. Ich dachte, die haben uns schon gesehen. Das wäre ungewöhnlich gewesen. Jetzt wieder Schleichen angesagt. Schleichi, schleich. Ja, komm, kümmere dich mal um den. Ich bin dabei. Wenn du dich um den kümmerst, renn ich weiter. Unser Ziel liegt noch 190 Meter entfernt. Befreie die Farm. Das machen wir doch gerne. Ich weiß zwar nicht, was wir dafür bekommen, aber... Es klingt so, als müsste ich das tun. Da wird es auch wieder Zeit für Luftschlag. Wir haben so viele, ich benutze die gar nicht. Oh nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Komm wieder zurück. Zwei Leute, drei, vier. Und ein paar andere Sachen. Dann hacken wir hier einfach mal den Luftschlag rein. Mal gucken, wer übrig bleibt. Okay, der brennt. Oh nein! Der Kriegsgefangene ist gefallen. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Irgendwie das Gefühl, dass wir das überleben, so ein Luftangriff. Aber, na gut. Jetzt wissen wir es. Okay, weiter geht's. Das heißt, die Mission, die schaffen wir jetzt schon nicht mehr, weil der ist leider gestorben. Dann suchen wir uns einfach eine neue. Ja, hallo, danke für den Follow, Espla Onda. Nice, dass du dabei bist. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. ESP La Honda. Ich nenne dich einfach Honda. Honda ist, glaube ich, einfacher. Wir suchen die nächste Mission. Ich bin gerade mal gespannt. Ne, die schaffen wir jetzt nicht mehr. Da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt noch einmal hier zum Bunker. Weil ich glaube, da war dieser Major Wong. Gucken wir mal, ob den kriegen. Ja, an alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Wir spielen Far Cry 5 Hours of Darkness. Das ist der erste DLC von Far Cry 5. Und da rennen wir durch Vietnam als abgestürzter US Marine. Und wir suchen unseren Helikopter. Ne, wir suchen unsere Helikopter mitfliegenden. Weil wir sind nämlich abgestürzt. Ach so, ein Host. Stimmt, kein Follow, sorry. Ich hab's gerade nur den Chat überflogen. Natürlich ein Host. Danke für den Host. Sehr nice von dir.
Ja, was geht bei euch? Habt ihr schon mal Far Cry gespielt? Also, den DLC meine ich natürlich. Far Cry 5 DLC, den neuen. Also ich muss sagen, mir gefällt es extrem gut. Ich mag einfach dieses Setting, dieses Vietnam-Setting. Das ist ganz geil. Okay, jetzt rennen wir hier noch einmal durch den Bunker, weil ich weiß nämlich, dass hier... Hier ist bestimmt irgendwas. Da. Weg mit dir. Du alte Scheiße. Lesen. Danke. Ich hab's gelesen. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Wie sie sich gerade die Seele aus dem Leib husten. Oh Mann, ey. Das tut mir leid, dass ich die Hunde töten muss, aber sonst töten die mich. Das ist mega kacke. Hier geht's hier runter oder geht's hier nur wieder zurück? Ich glaub, hier, ja, nee, geht's nur zurück. Dann geht es jetzt weiter nach oben, glaube ich. Okay, ja, hier sind wirklich nur die Bunker miteinander verbunden. Beim anderen war es so, dass man da wirklich von einem anderen Haus zu einem anderen Haus gerannt ist. Wo ist er denn jetzt? Ah, viel Spaß noch. Dankeschön. Nice. Homemade Spy. Hi, was geht ab? Was geht ab? Ja, 10 Viewer. Nice, dass ihr dabei seid. Wir versuchen jetzt einfach mal hier möglichst lange in Far Cry 5 House of Darkness zu überleben. Denn eigentlich will ich diesen Major Wong hier finden, aber irgendwie startet sich die Mission gerade nicht neu. Deshalb sprinte ich hier gerade ein bisschen so rum. Aber das gibt mir ja Zeit, mit euch ein bisschen zu chatten. Was geht bei euch so? Schreibt's mal in die Comments. In den Chat meine ich natürlich. Ach, ich mag die Sniper. Oh. Ach! Der hat nicht getroffen? Ey! Das ist hier gerade ganz knapp. Wir gehen jetzt auch mal in den Bunker. Es kann nicht sein, dass sie hier so unverblümt einfach schießen dürfen. Okay. Okay. Er hat einfach die stärksten Unterbeine der Welt. Wir erlösen ihn. Okay, ich glaube, wir haben es wieder geklärt hier, den Bereich. Das heißt, wir gehen jetzt weiter Richtung Westosten. Weiter Richtung Osten. Das Flussbett hinunter. Weiter in Richtung endgültigem Missionsziel. Ach, ich find's einfach geil. Ist einfach ein geiles Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen. Far Cry 5. Ich habe es mir direkt zum Start in der Gold Edition gegönnt. Mit dem zusätzlichen Season Pass. Es war teuer. Ich würde es wieder machen bei Far Cry, obwohl ich von vornherein ganz oft enttäuscht wurde von Season Passen und Deluxe-Varianten. Gerade bei Ubisoft, muss ich leider sagen. Ist leider so. Aber das muss jeder selber wissen. Manche Leute stehen ja krass auf diese Deluxe-Sachen und Add-ons etc. etc. Muss man drauf stehen. Ich wusste, dass ich hundertprozentig den Season Pass haben will, weil man Far Cry 3 in der HD Remake dann bekommt und halt alle drei DLCs. Und nach Blood Dragon weiß man eigentlich, die DLCs von Far Cry sind einfach nur geil. Die sind geil. Die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Und die sind ja in der Regel fast nochmal ein eigenes Spiel. Und ich muss sagen, hier, der Vietnam DLC, der fühlt sich komplett an wie ein eigenes Spiel. Und man sieht an der Karte natürlich. Der Umfang ist nicht allzu hoch. Aber für ein DLC völlig in Ordnung. Ich sitze jetzt schon, ich glaube, 2 Stunden dran. Oder 1,5, 2 Stunden. Und wir sind noch nicht am Ende. Lohnt sich. Also wirklich, ist ein DLC, der sich wirklich lohnt, wenn man auf Far Cry 5 steht. Beziehungsweise insgesamt auf die Far Cry-Spiele. Dann sollte man sich das nicht entgehen lassen.
Hier, wer bist du denn? Bist du ein Freund? Du bist ein Freund, ja. Du bist ein Freund. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier haben wir eine neue Mission, so sieht's aus. Ein neues Dorf, das wir befreien müssen. Oh ne, bleib hier, bleib hier. Du gehst da jetzt nicht hin. Ich will erstmal gucken, wer hier überhaupt rumhängt. Negativ, nicht möglich, Python 2-5. Das ist außerhalb der Kampfzone. Okay, außerhalb der Kampfzone. Wir können leider keinen Luftangriff rufen. Aber dann würde ich sagen, versuchen wir einfach möglichst nah ranzukommen. Mit der Strömung. Oh, oh. Aua. Aua. Oh, fucking. Was? Okay, schnell drücken. Fucking Krokodil. What the fuck? Stirb, Krokodil. Einfach den Oberkiefer abgerissen. Bitte, was? Okay. Das Ding ist ja riesig. Okay, jetzt kullert es ganz traurig durchs Wasser. Na toll. Okay. Das kam überraschend. Das, ich hab's nicht. Ich wusste nicht, dass wir Krokodile sind. Ja, ich höre dich. Python 2-5. Wir kennen deine Mission. Du kannst dich nicht mehr verstecken. Ich habe schon lange kein Wurfmesser mehr benutzt. War ja klar. War ja klar. War ja klar. Da wollte ich einmal das scheiß Wurfmesser benutzen und dann fetzt es komplett an ihn vorbei. Auch diese Stimme von ihr, ne? Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Perfekt gecastet. Man will einfach diesen scheiß Lautsprecher zerstören. Okay, weiter geht's. War es das schon? Nee, deshalb kämpfen wir. Okay, weiter geht's. 150 Meter. Mal schauen, was das jetzt für eine Mission ist. Da steht auf jeden Fall schon mal eine Kuh auf dem Berg. Und hier steht eine vor uns. Das sieht wieder aus, als müssten wir hier... Oh, 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 okay, Zivilisten, Zivilisten. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die überleben. Das ist mir jetzt egal, dass ich gesehen wurde. Ich will, dass die überleben. Aua, der ging daneben leider. Schade, den sehe ich nicht. Den sehe ich auch nicht. Okay, der hat getroffen, aber wahrscheinlich nur in den Schritt. Schneller! Schwimm schneller, du Schwein! Okay, hier kommen wir nicht hoch. Alter! Los, geht's hier hoch. Oh. Okay, hab ich mir schon. Okay, Mann. Ja, ich weiß. Es gibt jetzt hier Krokodile. Gut. Aua. Mann, Krokodil wirklich so easy töten kann? Einfach den Kiefer so umdrehen? Okay, ich befreie ihn erstmal. Firebase Echo, Python 2-5. Ein Gefangener wurde befreit. Wieder ein Gefangener befreit. Das ist doch geil. Jetzt haben wir wieder Luftangriffe voll, aber wir haben ja irgendwo ein Flak stehen. Ich kann die Luftangriffe gar nicht benutzen. Wo steht denn das Flak? Ist es das? Nee. Ist hier ein Flak? Irgendwo muss hier ein Flak stehen, weshalb wir die Luftangriffe nicht benutzen können. Wir gehen erstmal weiter. Da oben müssen wir hin. Am besten seitlich den Berg hoch. Ja, hier geht's. Und ich meide jetzt das tiefe Wasser. Ich habe keinen Bock, nochmal mit einem Alligator zu kämpfen. Oder Krokodil? Ich glaube Alligator. Alligator sind doch die mit dem runden Mund, ne? Schnauze.
Die Krokodile sind die mit der eckigen Schnauze. Alles explodiert. 280 Meter. Da sehen wir ein paar... Oh, Auto, 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 Auto. Ich habe ein Auto gesehen. Nehmen wir einen. Zwei. Da sind drei. Okay, der rennt der weg. Ich glaube ja, der rennt weg, ne? Ja. Etwas holprig, aber er fährt. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein Auto für uns. Was zur Hölle passiert hier gerade? Er legt sein scheiß Gewehr auf einem Grashalm ab. Noch zwei weitere. Hat er uns gesehen? Ich glaube ja. Okay, jetzt haben wir wieder mal drei Bubbles gefüllt rechts. Das heißt, wir haben einige Perks aktiviert. Und ich würde sagen, wenn hier schon ein Auto steht, dann benutzen wir das einfach. Wenn es hier steht, benutzen wir das auch. So, steigen meine Mates jetzt hier drauf? Ja. Dann Vollgas. Fischerdorf. Lieutenant Colonel Tang. Wer ist denn Colonel Tang? Ist er schon weg? Sichere das Camp. Okay. Ist es das hier? Hi, I hope you are doing wonderbar, for I cannot understand. Okay, ja, hi Deadblade. It's primarily a German stream, so I can't speak in English, but I think the most viewers are German viewers. Okay, ich folge jetzt erstmal hier der scheiß Straße. Ist hier noch einer? Ja, hier ist noch einer. Irgendwo ist hier noch einer. Da. Meine Mates sind auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Weiter geht's. Okay, ich kann immer noch keine Luftangriffe benutzen. Ich glaube, das hat gerade eher was damit zu tun, dass ich hier grundsätzlich keine benutzen kann. Weil einen Flak habe ich nicht gesehen. Okay. Scheint das gegen die Gesellschaft. Okay, you think it's cool, when I speak German? Okay, that's nice. If you want to know something, just ask. I will give you some answers. I'm playing the DLC for Far Cry 5 Hours of Darkness. It's the Vietnam DLC. I can recommend to play it. It's pretty nice. Okay, Stealth-Modus. Stealth-Modus. Wir wollen jetzt mal wieder ein paar Leute das Genick umdrehen, wenn man das so sagen darf. Flammenwerfer ist eine coole Sache, macht aber einige Sachen problematisch. Okay, Alarm ist schon mal aus, einer jedenfalls, das heißt es gibt noch einen weiteren. Der ist da hinten. Ich guck mal, ob er da hinkommt. Oh nein, ist gefallen. Sniper. Oh! I
have to say that I don't finished Far Cry 5 yet. That's still on my list. I have to do this. Okay, wir müssen noch unseren US-Boy hier holen. Komm schon, Joko, steh auf! Python 25, übertrage ins Blaue. Folk? Ich habe Specialist Boyd bei mir. Er ist frei. Don't know what you mean. Was ist Folk? Folk? That are the people that are living in your country. That's the folk. It's a German word. Oh! Nice. Fucking Heli. Komm, steh auf. Kein Problem. Dafür sind wir Mates. Ich brenne, ich brenne. Aber Cutscene. Ich habe ein feindliches Camp aufgespürt und neutralisiert. Ein feindliches Camp aufgespürt und neutralisiert. Das klingt professionell. Ach so, jetzt haben wir zweimal das. Ich will meine AK wieder haben. Gesicherte NVA-Camps. Haben wir jetzt ein paar. Hier ist noch ein Propaganda-Lautsprecher. Den schalten wir noch aus. Ach, das war so klar. Ich sehe ein Bienennest und muss es erstmal hauen. Da ist der Lautsprecher. Schwach, schreibt Rupchenitschnitschnick. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Rupchen. Einfach nur Rupchen oder Rübchen. Ich weiß es nicht. Er meint schwach. Was genau ist schwach? So, weg mit dir. Und weiter geht's. Nächste Mission. Das ist Flak. Das hauen wir jetzt weg. Ich will meine Luftangriffe wieder haben. Schreibt mir im Chat, wo kommt ihr alle her? Ich komme, ich sitze gerade in Norddeutschland, an der Ostsee, und hier ist ganz schön warm. Ist ganz geil. Liebe es, wenn abends auch noch warm ist. Du bist ein Mate. Ach, jetzt hätte ich natürlich ein Auto mitnehmen können, ne? Egal, ich will durch den Dschungel. Du bist ein Lautsprecher für deinen Channel, okay. Don't know what this means, you're a Lautsprecher for your channel. Just write it in English, that's much better. I can understand this. Flugabwehr! Die holen wir jetzt weg. Wir brauchen unsere Flugzeuge. Ja, an alle Viewer, schön, dass ihr dabei seid. 10 Leute sind hier gerade versammelt. Das freut mich sehr. Das stimmt mich
mit großer Freude ein, während ich dieses Flak hier zerlegen werde. Hallo. Na, bleibst du wohl stehen? Okay. Das war ziemlich cool, finde ich. Hat besser funktioniert als gedacht. Ihm geil den Bambusstock ins Gesicht gehauen. Oh oh. Das müsste sich aber erledigt haben jetzt mit ihm. Na, wo bist du? Komm her. AK-Action! Oh, ja, okay. Einfach mal mit Raketenwerfer auf einen Menschen schießen. Das ist immer eine gute Idee. Wo ist das nächste Flak? Wir waren zwei. Ich sehe es gerade nicht. Da ist es. Oder? Ist es das? Nein. Hier ist noch was zum Lesen. Das ist das nächste Flak. Okay, jetzt haben sie schon wieder vergessen, dass ich existiere. Dieser Flak ist erledigt und platt gemacht. Yeah, German is quite a funny language. But hard to learn. Ein Aufklärer hat sich gerade gemeldet, da die Flak jetzt erledigt ist. Ja, Rupchen, trotzdem schön, dass du dabei bist. Auch anscheinend, wenn es dir nicht gefällt. Was willst du denn sehen? Ich spiele auch ganz gerne mal Fortnite, Rocket League auf diesem Channel. Bei was schaltest du denn ein? Bei was geht's dir so richtig einer ab, wenn du beim Streaming zuguckst? Außer Brüste natürlich. Die kann ich nicht anbieten. Okay, geil. Das haben wir schön geklärt. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den Raketenwerfer mitnehmen. Aber eigentlich brauche ich den gar nicht. Deadblade, thanks for the follow, mate. Oh, ich würde einfach mal sagen, dann gehen wir einfach mal weiter. Ist ja gar nicht mehr so weit bis zur Firebase. Das Einzige nervt mich, dass ich hier den Kommandeur nicht gefunden habe. Der ist einfach weggerannt. Aber man kann bestimmt immer zurückgehen. Ich gehe jetzt erstmal nach vorne. Angriff ist die beste Verteidigung. Einfach rechts weiter. Okay, wir können ja ein bisschen reinzoomen. Ist hier vielleicht was Cooles? Ja, hier stehen zum Beispiel Autos. Hier ist noch ein Feuerzeug, das nehmen wir mit. Da waren wir schon. Hütte am Wasser. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Feuerzeug. Collectibles sind zwar nicht so geil, aber hier halten sie sich extrem in Grenzen. Das passt ja noch. Ach, ich finde es einfach geil. Durch den Dschungel warten hier. Das ist ganz cool. Feuerzeug, Feuerzeug, Feuerzeug. Meistens in Richtung, wo die Strippen sind. Aber ich sehe ihn gerade noch nicht. Wir suchen leider eine Leiche von unserem Mate, ein abgestürzter Fallschirmjäger. Hm. Okay, dann gehe ich jetzt einfach im Kreis um den Fallschirm rum und irgendwann muss ich ihn ja finden eigentlich. Aber bis jetzt haben immer die Strippen in die Richtung gezeigt, wo auch der Fallschirmspringer lag. Aber das ist jetzt schon ganz schön weit.
Aua, aua, aua. Wo liegt der? Wo liegt der? Der ist natürlich auch gut getarnt, ist das Problem. Der ist natürlich gut getarnt. Ich will doch nur sein Feuerzeug. Wenn ihr ihn seht, dann schreibt es mal in den Chat. Ah, hier. Oh. 3-4 Mal drumherum gelaufen. Klassiker, ne? Ein Klassiker. Schauen wir mal weiter. Hier, genau. Wir wollen jetzt zum niedergebrannten Dorf. Und wir können wieder die Luftunterstützung suchen. Rufen, meine ich. Nicht suchen. Rufen. Was haben wir denn hier? Wir haben Hunde. Oh, oh. Komm, haut rein. Haut rein. Ihr schafft das. Hack da mal was Geiles rein. Klar. Ach so, der stand hinter den scheiß Dings. Aua, 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 aua. Schade. Dass die auf einmal angerannt kommen. Aber dass dieser scheiß Luftschlag, der hätte natürlich ein bisschen früher kommen müssen. Ein Traum. Einfach ein geiles Spiel. Ich liebe Far Cry 5. Okay, wir joinen einfach mitten hier in dem Dorf. Interessant. Ist das jetzt schon quasi geklärt dann auch? Nee. Wir gucken uns das trotzdem mal an. Die Frage, ob jetzt hier überhaupt noch Gegner rumrennen. Aktuell sehe ich hier nämlich keinen. Da haben wir wieder welche. Zwei. Ja, und alle, die zugucken, schreibt mal bitte in den Chat, was ihr so aktuell von dem DLC von Far Cry 5 haltet, den ich hier gerade zocke. Habt ihr Bock auf sowas? Gibt es einen DLC, auf den ihr euch besonders freut? Den Mars-DLC. Es gibt auch demnächst so ein Sci-Fi-DLC. Auch ganz geil. Also am meisten habe ich mich auf den Vietnam-DLC gefreut. Und das Coole ist, der ist direkt als erster gekommen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das hat mich sehr gefreut. Okay, ich habe keine Lust jetzt zu laufen. Ich gehe jetzt die 100 Meter nochmal zurück und hole mir den Pickup, der da steht. Ich glaube, von hinten kommt ein Pickup, oder? Kommt da was? Nein. Wo sind eigentlich meine Mates? Da hinten. Was machen die denn da? Sie sterben. Ist nicht gut, wenn sie sterben. Brauche ich noch. Aua. Wo seid ihr? Na, wo seid ihr? Okay, ich dachte, ich finde jetzt hier, aber da war was Blaues. Da ist einer. Nein, mit dir möchte ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Danke. Ach komm, ich fahr weiter. Ich scheiß einfach drauf. Ich fahr einfach weiter. Mal gucken wir einfach mal, was als nächstes kommt hier. Es muss ja wieder ein Dorf kommen oder sowas. Was bist du? Du bist auch nur ein Pickup. Jetzt wollte ich ihn professionell rammen. Mal gucken, ob einer aufsteigt. Aber war gar keiner drin. Kein Luftangriff verfügbar. Das heißt, hier steht wieder irgendwo ein oder mehrere Flaks. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf den Berg drauf.
gucken uns das mal an. Ob wir von oben was sehen. Aktuell noch nicht. Wir haben eine Wachbrücke noch zwischen uns. Aber manchmal sieht man die Flachs ja auch schon von oben direkt, ne? Hier könnte einer stehen. Da müssen wir hin. Das sind noch 900 Meter. Das ist gar nicht mehr so weit. Okay, ich würde sagen, dann nehme ich das Auto und fahre jetzt rechts die Straße erstmal weiter. Das müsste ja auch klappen. Au. Schon wieder. Oh. Was? Ich dachte, das ist hier ein Offroad-Wagen. Bleibt ja an jedem Kiesel hängen. Haben wir hier was? Bunker. Ostsektor. Da geht's wieder runter, wenn ich das richtig sehe. Kann man mal schauen, wo es hier hingeht. Wenn man runter geht. Kann ja nicht schaden. In dem letzten Bunker war ja auch ordentlich Munition gelagert. Weg mit dir. Aua, Hund. Ich dreh ihn einfach. So, danke. Noch einer. Okay, was haben wir hier? Pfeile. Pfeile brauche ich jetzt gerade nicht. Das ist auf jeden Fall wieder ein größerer Unterschlupf hier unter Tage. Weil hier geht es wieder noch weiter runter. Und der hat einen Flammenwerfer. Gut, dass wir den ausgeschaltet haben, bevor er uns ausschaltet. Zack, noch einen weggehauen. Was haben wir hier noch am Start? Nichts Besonderes. Dann gehen wir weiter. Hier geht es noch mal ein Stück runter. Hier sind wir wieder in einem kleinen Bunker. Das heißt, wir nehmen erstmal diese Etage hier. Ach, das tut mir ja leid, dass ich hier die Hunde killen muss, ne? Aber ich habe ja keine andere Chance. Muss es ja tun. Jetzt habe ich keine Munition mehr für meine Pistole. Das nervt mich. Die benutze ich am liebsten gerade. Aber ist das Munition? Nein. Okay, dann nehmen wir jetzt hier mal einen Abgang, der noch weiter runter geht. Schauen wir mal, wo das hinführt. Hier haben wir auf jeden Fall Munition. Haben wir noch was liegen? Flammenwerfer. Ach, ich bin ja nicht so ein Fan von Flammenwerfern, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Deshalb würde ich jetzt erstmal auf den verzichten. Okay, hier geht's einfach wieder hoch. Dann haben wir hier unten alles gesehen. Glaube ich. Ja, würde ich schon sagen. Dann gehen wir hier wieder hoch. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Immer noch beim gleichen. Hier haben wir wieder einen neuen, den wir killen müssen. Wieder ein neues Oberhaupt, ein Kommandeur. Ja, schön, dass ich immer noch 10 Zuschauer hier einfinden. Das ist doch cool. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Lasst mal ein Follow da, wenn es euch gefällt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Colonel Ban. Ban.
Okay, wie auch immer ich es geschafft habe, durch das hintere Fenster auszusteigen. Aua, aua, aua. Hör doch mal auf zu schießen jetzt hier. Wo ist der Kommandeur? Ich sehe ihn leider nicht. Da ist er. Komm her, Kommandeur. Du musst jetzt sterben. Okay, Kommandeur down. Schlagen sich super. Hier steht ein schneller und vollbeladener Flieger bereit. Schalten Sie die Flak aus, dann ist der Weg für ihn frei. Geil, okay. Jetzt haben wir wieder herausgefunden, wo die nächste Flak ist. Dann können wir auch gleich wieder Luftangriffe starten. Aber erstmal möchte ich hier noch weiter dieses Lager ausräuchern. Aua, das war ein Sniper-Schuss. Oh, okay, ich brenne. Nee, ich brenne doch nicht. Das ist jetzt unangenehm gewesen. Ich muss als erstes den mit dem scheiß Raketenwerfer killen. Ah, schon wieder. Und wo kommt denn das? Ab ins Wasser. Und wo kommt das denn? Ich tauche jetzt erstmal. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich tauche jetzt erstmal. Ah geil, hier ist sogar echt ein Weg, wo man tauchen kann. Boah, krass, hier ist richtig verschachtelt unten. Aua, aua, aua. Wo kommt man denn hier hin? Okay, hier ist anscheinend eine kleine Höhle. Da ruhen wir uns mal kurz aus. Hä? Nee, warte mal. Seht ihr das? Also, wir sind zu 100% unter Wasser, aber wir sind nicht unter Wasser. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dann sind wir wieder im Wasser. Verrückt, okay. Das ist ja ein Hashtag Superfail. Ach, hier gibt es so viel Stuff einzusammeln, ne? Aber ich meine, das ist ja auch einfach gemacht, einfach in so ein DLC ein paar Sachen reinzulegen, die man aufsammeln kann. Das kann man ja easy machen. Okay, die Flak steht da ganz hinten. Und dazwischen ist noch ein Propaganda-Boy. Ich schau mal auf die Uhr. Wir zocken jetzt gute 1 Stunde 20. Die anderthalb Stunden machen noch voll. Und dann muss ich nochmal eine kleine Pause machen erstmal. Aber ich würde sagen, in den nächsten 10 Minuten schaffen wir das auf jeden Fall, dieses Lager hier noch hochzunehmen. Haben wir jetzt noch irgendwelche Leute hier rumlaufen? Ich habe noch keine Animation gehabt, dass wir das hier geklärt haben. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier noch welche sind. Haben wir hier. Messer brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, das war's erstmal. Wo mir angezeigt wird, dass hier noch jemand ist, da. Und da ist auch noch jemand. Na komm. Du willst doch gar nicht mehr leben. Ach so, die sind ja mit Autos angekommen. Ich dachte schon, wie schaffen die das, sich in die Luft zu setzen? Ja gut, mit dem brauchen wir uns eigentlich nicht mehr anlegen. Hier haben wir alles geklärt.
Okay, das ist ein großes MG. Großes MG. Großes MG. Fuck. Okay, mit diesem Tod würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart bei Far Cry 5, dem DLC Hours of Darkness. Lasst mal ein Follow da, wenn es euch gefallen hat. Wir spielen es beim nächsten Mal weiter. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. Wenn ihr das Ganze bei YouTube nachguckt, wo ich das hochladen werde, dann lasst mal ein Like da, wenn es gefallen hat. Lasst einen Kommentar da und schaut euch die anderen Videos an. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch, solltet ihr gleich nicht mehr einschalten, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut. Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!